Der Jahreswechsel bringt einige Änderungen mit sich. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen im Jahr 2024. Der Mindestlohn steigt im Januar von 12 Euro auf 12,41 Euro pro Stunde, auch für Minijobber. Branchenspezifische Mindestlöhne steigen ebenfalls vielfach an. Auch Auszubildende erhalten eine höhere Mindestvergütung. Auch Empfänger von Sozialhilfe oder Bürgergeld bekommen ab Januar mehr Geld. Für Alleinstehende etwa steigt der Satz um 61 Euro auf 563 Euro pro Monat. Rentner können mit voraussichtlich 3,5% mehr Geld rechnen. Endgültig entscheidet sich die Anpassung im Frühjahr. Einschnitte gibt es beim Elterngeld. Ab April sinkt die Einkommensgrenze für den Anspruch auf die Leistung. Bei der Elternzeit ist künftig nur noch ein gemeinsamer Partnermonat möglich. Bei der Einkommensteuer steigt der jährliche Grundfreibetrag. Für Ledige etwa klettert er um rund 700 Euro auf gut 11.600 Euro. Bei der Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Kranken- und der Pflegeversicherung steigen die Beitragsbemessungsgrenzen an. Besserverdienende haben dann höhere Sozialabgaben. Im Bereich Umwelt und Energie tritt das umstrittene Heizungsgesetz in Kraft. Neu eingebaute Anlagen müssen dann überwiegend mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Zunächst gelten die Regeln nur für neue Häuser in Neubaugebieten. Die Umsatzsteuer auf Gaslieferungen und Fernwärme soll im März wieder auf 19% angehoben werden. Vorübergehend war die Steuer auf 7% abgesenkt worden. Die nationale CO2-Bepreisung für fossile Energieträger steigt im Januar von 30 Euro auf 45 Euro. Das dürfte Heizen und Tanken verteuern. Das Instrument soll Anreize für mehr Klimaschutz setzen. Für Milch aus Einwegflaschen und für Milchmixgetränke aus Dosen muss künftig ein Pfand von 25 Cent bezahlt werden. Für andere Getränke wird diese Pfandhöhe schon lange fällig. Essen gehen dürfte teurer werden, denn die Umsatzsteuer auf Speisen in Cafés und Restaurants wird wieder auf 19% angehoben. Der Satz war vorübergehend auf 7% gesenkt worden, wegen der Corona-Krise und der Folgen des Ukraine-Kriegs. Für den Nutri-Score auf Lebensmitteln gilt eine neue Berechnungsmethode. Insbesondere die Vorgaben für den Gehalt von Zucker, Salz und Ballaststoffen werden strenger. Der Ladestecker USB-C wird Ende 2024 in der Europäischen Union zum Einheitsstandard für Smartphones und andere Elektrogeräte. So soll weniger Elektroschrott anfallen. Ab Februar gelten EU-weit strengere Vorgaben für Online-Dienste, Verkaufsplattformen und Suchmaschinen. Mit dem Gesetz über digitale Dienste können sich Nutzer einfacher beschweren und illegale Inhalte melden.